Wir haben den VW T-Roc auf Eis und Schnee herausgefordert und sind der Frage nachgegangen, wie sich der kleine Allradler in Extremsituationen bewährt. Von der salznassen Asphaltstraße bis zur winterlichen Schneepiste reichten die Anforderungen an den 4Motion Allradantrieb. Der T-Roc konnte überzeugen. Er zeigt sich agil und wendig auf Schnee und auf Eis genauso, lässt sich an und für sich gut um die Kurven tragen. Aufpassen muss man schon und schnell bei der Lenkung klarerweise sein, aber im Großen und Ganzen gibt es nichts, wo man nicht sagt, dass er nicht wintertauglich wäre. Lässt sich wirklich gut fahren. Um einen echten Beweis seiner Leistungsfähigkeit zu erbringen, musste der T-Roc einerseits seine Hausaufgaben am Handling-Parcours erfüllen, andererseits konnten wir dem Exkurs beim Driften in der freien Wildbahn viel an Fahrvergnügen abgewinnen. Sehr wintertauglich. Es ist ein SUV und besonders hier beim Wintertraining merkt man, dass bei uns im Land der Berge Allradantrieb auf jeden Fall noch eine Daseinsberechtigung hat und der T-Roc macht das ganz spitze. So nebenbei konnten wir während des Allradtests auch den Komfort im kleinen VW SUV näher kennenlernen. Sei es was Handling und Sitzqualität im Cockpit betrifft oder bei der Inspektion des Laderaums, der für den Kleinen recht geräumig erscheint. Nicht zu vergessen die Motorleistung, die ihm in allen Situationen die nötige Kraft verlieh. In Kombination mit seinen kompakten Abmessungen macht das Gesamtpaket den T-Roc zu einem agilen, wendigen Kumpel, dem der 4Motion Allradantrieb den optimalen Grip auf jedem Untergrund verleiht. Ein Kompakt-SUV, auf das man sich verlassen kann und das obendrein noch jede Menge Fahrspaß vermittelt.